sind völlig entspannt und das Interview kann beginnen. Dass ich natürlich viele Bekannte in Griechenland habe. Auch dort habe ich eine Zing-Gruppe gegründet in Thessaloniki, um eben auch dort ein Netzwerk aufzubauen, weil ich ja aufgrund meiner familiären Verbindungen dort mir gut vorstellen kann, später wirklich mal dort zu leben. Ja, das hat sich 2003 so ergeben, weil wir hatten zuerst einen Zing- oder OpenBC-Account mit einem Kölschglas, wo jeder Kontakt wurde, der gerne zu Treffen kommen wollte. Und als dann im Juli 2004 Zing oder damals OpenBC die Gruppen erfunden hat, da sind dann die 3000 Mitglieder dieses Kölschglases Gruppenmitglied geworden und da hat dann das Leben der Zing-Regionalgruppe Köln begonnen. Ich habe das damals alleine angefangen, dann aber natürlich gemerkt, man muss das als Team machen. Heute sind wir drei Moderatoren. Ellen Kamrath, Michael Rath und ich, wir drei machen das für die Kölner Regionalgruppe. Wir haben es ein bisschen aufgeteilt, wir haben ja verschiedene Events, das eine sind Vortragsveranstaltungen, dann haben wir Partys, wir haben Dinner, kulinarische Reihen und ähnliches. Und in den ersten zwei, drei, vier Jahren musste ich irgendwo anrufen und eine Location davon überzeugen, dass wir kommen können. Heute ist es so sicherlich, dass die auch sich an mich wenden, weil wir natürlich mit diesen 59, fast 60.000 Mitgliedern auch eine sehr interessante Multiplikationsgruppe sind für die Locations. Wir machen ja auch die Events nicht für uns oder für irgendwelche Locations, wir machen diese Events eben für diese 60.000 Gruppenmitglieder. Da haben mich auch Kollegen gefragt, wie machst du das, dass du so viele Internetanfragen kriegst von unbekannten Menschen? Ja, ganz wichtig sind eben die Bewertungen. Die meisten meiner heute neuen Beratungskunden, sei es vom Startup bis hin zum gestandenen Manager, kommen über Online-Netzwerke auf mich zu. Über Zing, über Bewertungsportale, wo ich sehr gute Kundenbewertungen habe. Wenn ein Kunde, der keinen Finanzmakler kennt oder jemand sucht, der googelt das natürlich und findet durch Google natürlich eine Menge Adressen und findet aber relativ weit oben dieses Bewertungsportal bei Google AdWords und schaut da rein und wenn da jemand auf Platz 1 steht mit 150 guten Bewertungen, ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass er dem eine Beratungsanfrage schickt und auf die Art hat sich irgendwie bei mir so entwickelt. Schönen Spruch gesehen, das ist leider nicht von mir, aber ich finde, das passt. Online finden, offline binden. Man muss schon in den relevanten Netzwerken findbar sein. Bei mir sind 70% Zing, weil das wirklich das Netzwerk ist, wo meine Kontakte vernünftig auch gepflegt werden und wo ich akquirieren kann, wo die auch werthaltigsten Anfragen herkommen. Aber sicherlich muss man auch in Facebook sein, bei mir vielleicht 20% der Online-Zeit. Und jetzt, sage ich mal, kommen auch berufliche Anfragen eben über dieses Networking zustande. Aber, das sage ich immer auch in meinen Vorträgen, man muss Zeit haben. Man darf nicht bei Zing sich anmelden und sagen, nächste Woche kommt die Anfrage. Wie gesagt, bei mir hat es 5-6 Jahre gedauert, bis ich jetzt davon leben kann. YouTube darf man auch nicht unterschätzen, weil gerade junge Menschen heute lieber ein Video schauen und bei YouTube eine Suchanfrage starten. Also da muss man sicherlich auch sein. Generell die Zugriffsraten auf Homepages abnehmen. Es wird immer wieder die Frage gestellt, brauche ich eine Homepage? Ich glaube, demnächst ist eine Homepage viel weniger wert, als sie heute wert ist. Weil die Menschen eben viel mehr in Social Networks engagiert sind und das ist nicht nur Zing, das ist auch Facebook als Beispiel. Ich merke es ja an mir, wenn ich was suche, ich gebe es halt in Google ein, ich gebe es natürlich auch in Facebook ein und wenn dort eben auch eine sehr professionelle Präsenz ist, dann reicht mir das gegebenenfalls. Aber wie gesagt, immer mehr, gerade junge Menschen, suchen sich die Informationen, die gebraucht werden in Social Networks. Man schaut auch, was schreiben Freunde, denn wenn Freunde irgendetwas kommentieren, ist es von der Wertigkeit für den Einzelnen viel höher, als wenn ich auf einer Homepage gucke. Gerade die Tatsache, wo ich neulich gelesen habe, dass 98% aller Jugendlichen unter 25 Jahre sich ihr Leben ohne Facebook nicht vorstellen können. Und wenn diese Menschen unter 25 heute nicht meine Zielgruppe sind, ist es ja okay, aber die werden auch 30, 35, 40 und sind dann eben auch in einem Alter, wo sie vielleicht eine spezielle Zielgruppe reinwachsen. Deswegen denke ich mal, ist es einfach nicht wegzudenken, um Social Media unterwegs zu sein. Natürlich gibt es nur einen Tipp, er muss Mitglied der Zing-Regionalgruppe Köln sein, das ist ja fast so wichtig, bald wieder Karnevalsverein, hoffe ich. Also der Plan ist vielleicht, dass ich demnächst, wenn ich mein Griechenland-Engagement ein bisschen ausbaue, 3 Wochen in Köln bin, um hier zu arbeiten und eine Woche in Griechenland, das wird sicherlich der Anfang sein und dann mag es vielleicht so sein, dass in 10, 15 Jahren ich dann vielleicht noch eine Woche in Köln bin. 3 Wochen in Griechenland, man weiß es nicht. Aber ich habe gelernt in den letzten Jahren, man kann sich da nicht so festlegen. Es hängt einfach davon ab, wo sich private und berufliche Möglichkeiten ergeben. Und noch sind sie fast alle in Köln. Aber ob das in 15 Jahren so ist, da kann ich heute noch nicht 100%ig was zu sagen.